und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Woche im Kabeljournal, Ihrem Regionalfernsehen. Es ist tatsächlich schon 60 Jahre her, dass die Eisenbahn im Küschwald ihre ersten Runden drehte. Am 13. Juni 1954 hob sich erstmals der Stab zur Abfahrt. Und am vergangenen Wochenende wurde dieses Jubiläum ordentlich gefeiert. Ein Highlight war unter anderem das Ballonglühen. So kunterbunt und abwechslungsreich wie das Festprogramm auf der Küschwaldwiese war vom 13. bis 15. Juni auch das Wetter zum 10. Ballonfest. Veranstaltet hatten das traditionell das Tutti Frutti Team und die Parkeisenbahn. Die feierte an diesem Wochenende außerdem ihr 60. Jubiläum. Beim Ballonfest drehte sich, wie gewohnt, fast alles um Ballons. Am Freitag und Samstagabend mussten die Heißluftballone aufgrund des Wetters auf dem Boden bleiben. Dafür lockten aber jede Menge andere Ballonattraktionen. So konnten verschiedene Figurenballons bestaunt werden, die nach dem gleichen Prinzip in die Höhe steigen wie die großen Heißluftfahrzeuge. Ein Highlight war ebenso wieder der begehbare Ballon, der im letzten Jahr zum ersten Mal zum Einsatz kam. Wer Lust hatte, konnte im Ballon am Kran in die Lüfte gehen. Zum Thema Ballon hat auch das Tutti Frutti-Team reichlich Rummelspaß im Angebot. Es fehlte außerdem nicht die musikalische Unterhaltung. Unter anderem präsentierten Anthony und Band die Roland-Kaiser-Show. Ich glaub, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. An der Gestaltung des Programms waren ebenfalls wieder viele Chemnitzer Vereine und Einrichtungen beteiligt. So lud das Technologie- und Berufsbildungszentrum zum Ausflug ins Mittelalter ein. Die Besucher konnten sich wie anno dazumal handwerklich betätigen und hatten zudem verschiedene Möglichkeiten, sich im Spiel zu versuchen, so beim Quadrato. Testen konnten Interessierte an dem Wochenende ebenso moderne Fortbewegungsmittel. Voll im Trend ist derzeit Segway. Doch auch die technisch schon älteren Möglichkeiten der Fortbewegung wurden rege genutzt. Ein Muss für viele war an dem Wochenende die Fahrt mit der Parkeisenbahn. Mehrere Züge waren im Einsatz, um den Besucheransturm zu bewältigen. Für die Parkeisenbahner war das wohl das schönste Geburtstagsgeschenk. Zeigte es doch, dass es den Chemnitzern und den Gästen der Stadt auch nach 6 Jahrzehnten noch Spaß macht, den Küschwald per Eisenbahn zu erkunden. Selbst die schon groß gewordenen Enkelkinder gönnten sich das Vergnügen gemeinsam mit den Großeltern. Während die Parkeisenbahn noch durch den Küschwald ratterte, bereiteten die Ballonfahrer bereits einen weiteren Höhepunkt vor, das Ballonglühen. Im Anschluss präsentierte der weltbekannte Herr Oswald seine Lasershow, gewidmet dem 60. Jubiläum der Parkeisenbahn. Mit Lichtstrahlen am dunklen Chemnitzer Abendhimmel blickte Parkbahnmaus Klaus auf 6 Jahrzehnte Parkeisenbahn zurück. Angefangen bei der Planung über den Start als Pioniereisenbahn im Juni 1954 bis hin ins Jahr 1989. Jetzt hieß es, sich wieder vollkommen neu zu orientieren. Das ging schon mit der Namensfindung los. Pioniere gab es ja nun nicht mehr, auch wenn der Betrieb nach wie vor von Kindern organisiert werden sollte. Da sich aber unsere Bahn, wie so viele, in einem Park befand, wurde kurzerhand die Parkeisenbahn daraus. Allerdings stand die Einrichtung nun vor einem großen Problem. Sowohl die Stadtverwaltung Chemnitz als auch die Deutsche Bahn als Nachfolger der Reichsbahn konnten das beliebte Ausflugsziel nicht mehr wie bisher unterstützen. Es drohte die Schließung. Kurzerhand wurde 1991 der Förderverein gegründet. Mehr als 10.000 Unterschriften sammelte der Förderverein gegen die Schließungspläne. Es wurde immer wieder improvisiert,
getüftelt und schon bald konnten die ersten Mondscheinfahrten angeboten werden. Der Einsatz lohnte sich, denn die Parkeisenbahn konnte dank der Gesellschafter, des Oberbürgermeisters Seifert und der Spendenhilfe vieler Chemnitzer gerettet werden. Mit der Gründung der Parkeisenbahn Chemnitz GmbH kam dann 1995 nochmals Bewegung in das Projekt Parkeisenbahn. Wenn ich aufzählen würde, welche Leistungen in den Folgejahren von den Vereinsmitgliedern erbracht wurden, könnten wir noch Stunden hier sitzen und erzählen. Mit der Lasershow bedankten sich die Parkbahnmaus Klaus und die vielen Parkeisenbahner bei den Unterstützern und Förderern der Einrichtung. Und wenn ihr auch Danke sagen wollt, dann löst doch einfach eine Fahrkarte und genießt die Reise durch den Park. Jeder Euro hilft, dieses Kleinod zu erhalten. Wir haben nämlich auch noch ganz viel vor. Der Bahnhof muss saniert und die Strecke soll zum Parkplatz am Eisstadion erweitert werden. Was heißt hier, ihr seid verrückt? Naja, zugegeben, ein kleines bisschen verrückt ist das schon. Aber wir haben schließlich schon vor 60 Jahren gezeigt, was in Chemnitz mit dem Elan seiner Bürger möglich ist. Na bitte, dann können wir bestimmt auch jetzt wieder auf euch zählen. Jedenfalls wünsche ich euch allen weiter jede Menge Spaß und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüss, euer Klaus, die Parkbahnmaus. PKP, professionelle, kompetente Pflege. Das Team vom ambulanten PKP-Pflegedienst Hohenstein-Ernsthal ist 365 Tage im Jahr im Einsatz, damit hilfebedürftige Menschen, die in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung bleiben möchten, im eigenen Zuhause sicher sind. Wir versorgen die Leute so, wie wir selber auch versorgt werden wollen, wenn wir mal älter sind. Ach, es ist schön, dass du da bist. Für uns als ambulanter Pflegedienst der PKP ist es natürlich sehr wichtig, dass wir die Patienten, die sich für uns entscheiden und die uns so anvertraut werden, nicht überrumpeln. Wir wissen, dass es immer sehr schwer ist für die Leute, die aus einem selbstbestimmten Leben und einem eigenständigen Leben in eine Art Abhängigkeit kommen, weil sie durch einen Pflegedienst betreut werden müssen. Schwer ist, sich auf Leute einzustellen, die ihnen helfen müssen. Uns ist es extrem wichtig, dass die Leute, die bei uns Patienten sind, sich wohlfühlen, dass unsere Schwestern immer gut gelaunt dorthin kommen. Wir bieten ja verschiedene Dienstleistungen an. Das ist zum einen die Pflege laut SGB 11, also die Hilfe beim Waschen, bei der Körperpflege, bei der Ernährung, beim Haushalt, bei der Bewegung. Dann haben wir die Pflege, die durch die Krankenkasse bezahlt wird. Also wenn jetzt jemand einen Verband nach einer Wunde braucht, einen Wundverband, sowas machen wir. Die ganz normale Vitalzeichenkontrolle. Uns ist es ja auch wichtig, dass wir mit den Hausärzten gut zusammenarbeiten. Deswegen machen wir auch mindestens einmal im Monat, wenn nicht sogar öfter, Vitalzeichenkontrolle, also Blutdruck, Puls und natürlich bei den Diabetikern Blutzuckermessungen. Wir machen Privatleistungen, das heißt, wir kommen und machen eine Haushaltshilfe. Durch die ständige telefonische Erreichbarkeit und die Arbeit im Schichtbetrieb ist die Sicherheit der Patienten rund um die Uhr garantiert. Wir haben ein sehr ausgeglichenes Betriebsklima. Unsere Schwestern haben ihre Ruhezeit, nicht wie man es im Fernsehen sieht, dass die hetzen müssen. Wir haben ein gutes Zeitpolster, um uns die Zeit zu nehmen, jedem Menschen da zu helfen, wo er Hilfe braucht. Wir sind sehr zufrieden mit den Schwestern und sie sind immer freundlich und hilfsbereit. Sie ist freundlich und macht immer ein gutes Gesicht und man kann auch mal ein paar Worte reden mit ihr. Ich kann das bloß bestätigen, was die Frau gesagt hat, dass alles soweit in Ordnung ist. Dass wir gemeinsam oder zusammen zufrieden sind. Schön, wenn man da so eine Hilfe hat. Ne? Einen schönen Tag, ja? Jawohl, danke schön. Bis morgen dann. Bis morgen. Schön, tschüssi. Tschüss. Noch mehr Interessantes aus unserem Sendegebiet sehen Sie jetzt in unseren Wochensplittern.
Diese neugierige Henne kann sich sicher sein, dass sie nie als Chlorhühnchen enden wird. Zum deutschlandweiten Tag des offenen Hofes haben wir sie kennengelernt. Zusammen mit ihren Artgenossen lebt das Huhn auf dem Hof zur bunten Kuh in Frankenberg. In Zeiten von gentechnisch veränderten und industriell hergestellten Lebensmitteln werden in diesem landwirtschaftlichen Betrieb andere Wege gegangen. Neue Wege, die eigentlich die alten sind. Es ist eigentlich ja logischerweise absehbar, dass es alsbald mit der Landwirtschaft, die jetzt für die meisten, also die konventionelle Landwirtschaft, dass das nicht mehr ewig geht. Die ganzen Monokulturen, die Zwangsmedikationen mit Antibiotika für die Tiere, weil einfach dort, weiß ich, wie viele tausend Schweine in einem Stall sitzen. Und damit dort nichts passiert, man da eben von vornherein Antibiotika geben muss, ohne dass die überhaupt krank sind und so. Also das führt für unsere Empfindungen nicht wirklich in die Zukunft und deswegen wollten wir was anderes machen. Mehr Kreislaufwirtschaft wieder, wir arbeiten ja auch viel mit Pferden, um unabhängig zu sein vom Ölpreis, keinen Traktor zu haben. Ja, das ist eigentlich so der Hauptgedanke, das uns unabhängig zu machen von dem, was hier politisch letztendlich irgendwo passieren kann. Beim Tag des offenen Hofes konnten sich die Besucher selbst ein Bild von ökologisch nachhaltiger Landwirtschaft machen. Babette Pötsch ist unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die diplomierte Kulturmanagerin erklärt die Produktion von Nahrung im Einklang mit der Natur. Wir bewirtschaften das Land biodynamisch, das heißt ohne Gentechnik, ohne Zusatz von Pestiziden, Düngemittel, Pflanzenvernichtungsmittel oder sonstigen giftigen Zeugs. Biodynamisch nachhaltig heißt auch, wir arbeiten mit Bodenverbesserern, setzen also Gründüngung ein und lassen Pflanzen den Pflanzen helfen. Eine Besonderheit unseres Betriebes ist, dass wir unsere gesamte Fläche mit Pferden bewirtschaften. Das heißt, wo der normale Bauer den oder auch ein Biobauer einen Traktor nimmt, vermeiden wir das und setzen altes Gerätschaft ein und organisieren das mit Pferdearbeit, um den Boden am Leben zu erhalten. Ne? Weil durch den Traktor, das Gewicht des Traktors, wird der Boden natürlich verdichtet. Und damit haben die Würmer und alle Mikroorganismen, die da drin leben, schweres Auskommen. Und es ist halt bei unserer Bodenart, wir haben einen sehr schweren, sehr lehmigen Boden, fatal, wenn das verdichtet wird und es hat lange nicht geregnet und dann setzt der Regen ein, weil das Wasser nicht im Boden gehalten wird und zur Erosion führt. Und das wird halt vermieden damit, dass man das mit Pferden macht. Beim Hoffest haben wir auch diese beiden jungen Leute kennengelernt. Sie vertreibt Kräuterpesto. Er fertigt mittelalterliches Rüstzeug an und hat auf dem Hof eine vorübergehende Bleibe gefunden. Freunde von mir, die arbeiten am Projekt mit. Und die kamen dann auf die geistreiche, wie gute Idee, mich mal zu fragen, ob ich nicht Bock hat. Mensch, fass mit an, machst dich ein bisschen nützlich. Die haben halt Betätigungsfeld genug für mich. Ob Holz, Leder, Metall, egal. Es ist alles zu bearbeiten hier, fällt alles an auf dem Bauernhof. Gerade dadurch, dass mit Pferden gearbeitet wird, ist in Sachen Sattlerei jede Menge zu tun. Es sind alte Geräte, die müssen mit schmiedemäßigen Methoden behandelt werden. Das ist ebenfalls Sache, die mir sehr hold ist. Ja, da bin ich hier recht nützlich aufgehoben im Augenblick. Denn Arbeit gibt es genug auf dem Hof. Die 20 Hektar Anbaufläche werden nach den derzeit strengsten ökologischen Standards bewirtschaftet. Das machen wir nach Demeter-Richtlinien. Wir müssen, wenn jetzt alles klappt, ab nächstes Jahr unsere Produkte Demeter bezeichnen dürfen. Da braucht man immer 3 Jahre Umstellungsfrist, bevor man das macht. Das heißt, wir sind jetzt Demeter in Umstellung. Die biologisch hergestellten Lebensmittel werden nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft vermarktet. Wir haben eine Solidargemeinschaft, die monatliche Beiträge bezahlen und mit denen wir uns unsere Ernte teilen. Die besteht zurzeit hauptsächlich aus Gemüse. Wir haben aber letztes Jahr auch Obstbäume gepflanzt. Wir legen gerade essbare Hecken an, sodass wir auch Beerenobst haben. Und wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr auch Fleisch mit anbieten können, sodass wir dann eine vegetarische Kiste und eine Fleischkiste anbieten können. Derzeit haben wir eine Schafherde. Wir haben 2 Mutterkühe mit Kälbchen und ein Sattelschwein, Hühner und Gänse und 2 Ziegen. Also versuchen im Prinzip einfach einen runden Hofkreislauf zu haben, möglichst eigenes Futter anzubauen, auch für die Tiere. Das verlangen ja auch die Demeter-Richtlinien so.
und natürlich uns und auch die Solidargemeinschaft zumindest mit Gemüse zu versorgen. Auf dem Hof zur bunten Kuh erfahren Kinder, dass Lebensmittel nicht im Supermarkt wachsen. Die Erwachsenen sehen, welchen Aufwand es bedarf, biodynamische Landwirtschaft zu betreiben und dass gesunde Nahrung aus ökologischem Anbau ihren Preis wert ist. Pünktlich zum Start des Rosenfestes verzogen sich über Liechtenstein die Regenwolken, sodass die Teilnehmer des Festumzuges trocken auf dem Altmarkt ankamen. Dem ersten sächsischen Trommelchor waren die Liechtensteiner Kindergartenkinder samt Eltern und Großeltern gefolgt, sowie aus nah und fern angereiste Nachtwächter, da an dem Wochenende ebenso 5 Jahre Nachtwächter zu Liechtenstein gefeiert wurde. Auch viele andere Gäste durften die Mitglieder vom Verkehrs- und Kulturverein Liechtenstein begrüßen, denn das diesjährige Rosenfest war ein besonderes. Es war das 20. Das Gymnasium war und die Herberge für das erste Rosenfest 1994. Genau dort, wo heute das Sportzentrum steht. Und jetzt sind wir ganz ehrlich, wer von Ihnen und von uns und von allen, die hier auf der Bühne stehen und das erste Mal dabei waren, hätte je gedacht, dass 19 gescheite, 19 hübsche und 19 talentierte Rosenprinzessinnen agieren können im Namen, im Auftrage und für ihre Heimatstadt. Es hat Aufstellung genommen, die erste Liechtensteiner Kanonierkompanie. Und präsentiert sich in der Erwartung unserer Hoheit Veronika, die erste 19. Rosenprinzessin von Liechtenstein. Sie wurde hierher chauffiert mit einer historischen Benzinkutsche und wird begleitet vom Kavalier der Rose, Jonathan. Für Veronika war es der letzte Auftritt als Liechtensteiner Rosenprinzessin. Viele Wochenenden war ich unterwegs und hoffe, mein Amt gut ausgefüllt zu haben. Ein paar besondere Höhepunkte meiner Amtszeit waren zum Beispiel das Rosenfest in Kranichfeld, das Vogelbeerfest in Lauter und natürlich das Kirschblütenfest in unserer Partnerstadt Enger. Mit einem Geigenspiel hatte sie im vergangenen Jahr ihr Amt angetreten und mit einem Geigenspiel verabschiedete sie sich. Dem Bürgermeister Wolfgang Sedner war es überlassen, der Prinzessin die Krone vom Haupt zu nehmen. In der Zwischenzeit war die künftige Rosenprinzessin vorgefahren, die vom Rosenkavalier Jonathan zur Krönung geführt wurde. Dem Bürgermeister Wolfgang Siedner oblag es ebenfalls, die Krone auf das Haupt von Antonia II. Zu setzen. Die bekleidete als Hofdame 1 Jahr lang die Rosenprinzessin Veronika und weiß bestens, welche Aufgaben sie nun in den nächsten 12 Monaten zu erledigen hat. Wie schon die 19 Prinzessinnen vor ihr, trat auch Antonia II. Musikalisch ihr Amt an. Harfe gespielt hat vor ihr noch keine Rosenprinzessin. Rettungsdienst und Feuerwehr auf der Lindenstraße in Limbach-Oberfrohna verhieß am 14. Juni nichts Schlimmes, sondern dass die Sanitäter und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auch in diesem Jahr das Straßenfest unterstützten, zu dem bereits zum 23. Mal die Behindertenhilfe Limbach-Oberfrohna einlud. Mit dabei war ebenfalls wieder die Verkehrswacht mit dem Geschicklichkeitsparcours. Viel los war nicht nur auf der Lindenstraße. Auch im Garten der Kindertagesstätte, die sich in Trägerschaft der Behindertenhilfe befindet, herrschte reges Treiben. Ja, nur Müll hier. Überall Plastikstühle. Da müssen wir mal mit den Grünen reden. Ein Höhepunkt schon seit vielen Jahren ist das Märchenspiel.
Diesmal schickten die Mitarbeiter der Förderschule am Stadtpark den Räuber Hotzenplotz auf Schatzsuche. Ein schweres Unternehmen für den Räuber. Viel leichter an Schätze wäre er gekommen, hätte er an den verschiedenen Würfelspielen teilgenommen. Die Gewinne hatten wieder viele Sponsoren zur Verfügung gestellt. Auch die traditionelle Tombola fehlte nicht. Der Erlös soll diesmal für die Verschönerung der Außenanlagen genutzt werden. Ein großer Geldbetrag kam von der Stadt Limbach-Oberfrohna, fast 73.000 Euro, für die Anbringung eines Vollwärmeschutzes an den Häusern der Kindertagesstätte. Ein Grund mehr zu feiern. Das hieß natürlich für die Mitarbeiter der Einrichtung, die Mitglieder der Behindertenhilfe sowie viele andere Helfer, alle Hände voll zu tun, um den Gästen wieder einen Tag mit viel Spiel, Spaß und Unterhaltung auf der Lindenstraße zu bieten. Am 14. Juni hieß es Einsatz für die Jugendfeuerwehr. Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Wüstenbrand zeigte der Feuerwehrnachwuchs, was er in den letzten Monaten gelernt hat. Die Schauübung war ein Höhepunkt des Feuerwehrfestes, bei dem die Feuerwehr Wüstenbrand zugleich ihr 125. Jubiläum feierte. Die zählt heute eine aktive Wehr mit 27 Kameraden. Der Jugendfeuerwehr gehören 9 Mädchen und Jungen an, die sich jederzeit über neue Mitstreiter freuen. Die Freiwillige Feuerwehr Wüstenbrand rückte im letzten Jahr 41 Mal aus. Feuer zu löschen ist nur eine Aufgabe der ehrenamtlichen Helfer. Sie werden auch gerufen, um Ölspuren zu beseitigen oder um Türen zu öffnen. In Sachen Türnotöffnung gehören die Wüstenbrander zu den Spezialisten. Zum Fest anlässlich des 125. Jubiläums begrüßten die Wüstenbrander Kameraden aus den benachbarten Orten, die Mitglieder der historischen Wehr aus Ernsttal und dazu die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Konnersreuth. Die Oberfranken und die Wüstenbrander sind seit 1997 partnerschaftlich verbunden. Regelmäßige Freundschaftsbesuche stehen auf dem Programm. Klar, dass sich die Konnersreuther auch nicht das Jubiläumsfest entgehen ließen, um auf die Wüstenbrander anzustoßen. Zum diesjährigen Feuerwehrfest wurden allerdings nicht nur die Feuerwehrfreundschaften gepflegt. Auch die anderen Gäste kamen auf ihre Kosten. Ganz besonders die kleinen Besucher, die zum bunten Kindernachmittag eingeladen waren. Mit einem rockigen Ausflug in die Klassik eröffnete die Kleinbesetzung der Chemnitzer Band Boomerang die neue Ausstellung im Rathaus Limbach-Oberfrohna. Der Fotoclub Objektiv des Arbeitslosentreffs Halt zeigt Impressionen vom Echo-Museum. Henri Cotier-Bresson, ein sehr bekannter französischer Fotograf, insbesondere berühmt geworden durch seine Schwarz-Weiß-Fotografien, hat einmal gesagt, ein gutes Foto ist ein Foto, bei dem man länger als eine Sekunde hinschaut. Geht man von dieser Feststellung aus, bin ich mir ganz sicher, dass wir heute eine Ausstellung eröffnen, die aus ganz, ganz vielen sehr guten Fotos besteht. Die Mitglieder des Fotoclubs waren mit ihren Kameras im Echo-Museum unterwegs, um die historischen Exponate der Textilgeschichte Limbach-Oberfrohnas fotografisch festzuhalten. Rund 300 Mal wurde der Auslöser gedrückt. 30 ausgewählte Fotos können nun bis zum 21. September im Rathaus besichtigt werden. Für die Zeit danach hat die Vorsitzende vom Förderverein des Echo-Museums, Irmgard Ebert, bereits eine Idee. Gerne irgendwo vielleicht mal als Geschenkset oder so vielleicht im Museum präsentieren. Am 14. Juni wurde in Flöha ein buntes Feuerwerk bestehend aus Musik, Tanz und Turnen abgebrannt. Die Sporthalle des Samuel-von-Pufendorf-Gymnasiums war Austragungsort des Bundesfinales von 2U Stars 2014.
Dieser Wettbewerb für jugendliche Showturngruppen ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Deutschen Turnjugend. Acht Showgruppen aus dem gesamten Bundesgebiet stellten sich der Jury. Bewertet wurde Ausdruck, Idee, Kostüme, Musikalität, Originalität und Synchronität der Darbietungen. Als Lokalmatador hatte sich die Showgarde und Jump Crew aus Borstendorf für das Finale qualifiziert. Ihr Programm nannten sie Lasst die Puppen tanzen. Das Leben ist ein Spiel. Lasst die Puppen tanzen. Für den dreifachen sächsischen Vizemeister reichte es dann aber nicht unter die ersten drei Plätze. Sieger bei den 2U Stars 2014 wurden die Werler Kängurus mit ihrem Beitrag Guten Morgen Afrika. Mit Musik, Tanz und Turnen ging es auch am nächsten Tag in der Sporthalle des Pufendorf-Gymnasiums weiter. Über 100 Kinder beteiligten sich an einer Tanzturnshow der sächsischen Turnerjugend. Das Programm stand unter dem Motto Umweltschutz. An der Aufführung waren Turngruppen aus Leubsdorf, Borstendorf, Niederwieser, Grünhainichen, Waldkirchen und Dresden beteiligt. Mehr als 250 Zuschauer erlebten eine Show voller Lebensfreude, Spaß und Bewegungsdrang. Mit 600 Gewerbetreibenden und mehr als 3.800 Beschäftigten ist Hartmannsdorf ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Zu den angesiedelten Firmen zählt auch die Firma Diamant, welche eine lange Tradition im Fahrradbau hat. Zusammen mit dem Verein Sachsenblitz aus Burgstedt und der Gemeinde Hartmannsdorf wurde am 15. Juni zum bereits dritten Mal ein Radrennen auf die Beine gestellt. Gut, wir sind hier im Gelände des Gewerbegebietes Hartmannsdorf, speziell hier jetzt auf dem Gelände der Firma Diamant Fahrradwerke. Anlass ist der dritte große Diamantpreis. Die Idee ist im Jahr 1912 wieder erstanden. Diamant ist ja bekannt als traditionelle Fahrradmarke, auch im Rennsportbereich. Und wir haben uns ganz einfach gesagt, dass dieses ehemals traditionelle Diamantrennen wieder aufleben muss. Haben uns Verbündete gesucht, die haben wir im Sachsenblitz Radsportverein aus Burgstedt gefunden, im Gewerbeverein der Gemeinde Hartmannsdorf. Und somit haben wir jetzt zum dritten Mal die Gelegenheit, hier wieder von der Jugend über die Senioren bis zu den
ehemaligen Profis ein traditionelles Radrennen wieder aufleben zu lassen. Sie sagen gerade zum dritten Mal heute das Ganze. Wie sind Sie eigentlich mit der Resonanz zufrieden? Haben Sie jetzt in den letzten Jahren eine Steigerung der Teilnehmerzahlen bemerkt? Von der Teilnehmerzahl her sind wir sehr zufrieden. Hat sich mittlerweile auch das Rennen sehr gut rumgesprochen bei den Radsportlern. Von der Besucherresonanz aus der Bevölkerung könnte es natürlich schon noch Steigerungen geben, aber es ist natürlich immer schwer von Terminüberschneidungen mit anderen Veranstaltungen, gerade im Großraum Chemnitz. Aber ich denke, in den nächsten Jahren werden wir auch dort Zuwächse erreichen können. Sie sind ja mit dem Radfahren sehr verbunden. Was würden Sie zum Beispiel jemandem raten oder sagen, um ihm einfach so ein bisschen das Radfahren ans Herz zu legen? Also wenn Sie jetzt jemanden haben, der noch nichts mit der Materie zu tun hatte? Ganz einfach. Probieren, Spaß finden, weitermachen. Für die Firma Diamant, was haben Sie sich für die nächsten Jahre vorgenommen? Haben Sie spezielle Perspektiven? Also unsere Perspektiven sind eigentlich sehr gut. Wir gehören ja seit 2003 zum amerikanischen Konzern, dem amerikanischen Unternehmen Trek Bicycle Corporation. Seitdem sind unsere Stückzahlen eigentlich ständig steigend und wir sehen auch in den nächsten Jahren eigentlich auch unter dem Gesichtspunkt Umweltfreundlichkeit, Spaß am Radfahren, Spaß an der Bewegung, da noch große Chancen, dass das Fahrrad weiter an Bedeutung gewinnt. Uwe Weinert, Bürgermeister von Hartmannsdorf, begrüßte das Engagement der Unternehmen und war selbst auch mit vor Ort. Ja, wir haben ja diese Veranstaltung jetzt zum dritten Mal hier inszeniert, gemeinsam mit den Gewerbevereinen, gemeinsam mit der Gemeinde und natürlich mit Diamant. Ohne die ging es natürlich gar nicht. Ich freue mich, dass wieder so ein guter Zuspruch hier auch in diesem Jahr erfolgt ist. Und ich denke, wir haben hier für Hartmannsdorf wieder was Gutes geschaffen. Wir haben also auch wieder eine gute Werbung gemacht für unsere Gemeinde und natürlich auch für unser Gewerbegebiet und die Wirtschaftskraft unserer Gemeinde hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir sowas überhaupt inszenieren können. Und der Zuspruch sagt eigentlich, dass es funktioniert. Hartmannsdorf ist ja wirtschaftlich eigentlich ein sehr gut aufgestellter Ort. Ja. Wie schaffen Sie das als doch im Vergleich zu anderen großen Städten relativ kleine Gemeinde, solche Sachen auf die Beine zu stellen oder diese Wirtschaftskraft hierher zu ziehen? Ja, das ist also aus der Linie den Unternehmen hier geschuldet, die wir hier angesiedelt haben. Schon seit 1990 hat sich Hartmannsdorf hervorragend entwickeln können, gerade im gewerblichen Bereich. Wir haben natürlich sehr große Unternehmen auch hier und auch bei Diamant ist natürlich, sag ich mal, ein Novum für uns. Ist ja die einzige Produktionsstätte in Europa hier für diese Räder und das funktioniert natürlich. Und mit solchen Unternehmen kann man auch sowas auch machen, aber man braucht trotzdem das Arrangement der Bürger dazu. Ohne die ging natürlich auch nichts und da haben wir hier eigentlich einen guten Zusammenhalt, ein gutes Netzwerk hier aufgebaut in den letzten Jahren und das zeigt sich an solchen Veranstaltungen, dass es funktioniert. Was würden Sie sich perspektivisch für den Ort für die Zukunft wünschen? Ja, für die Zukunft, dass wir uns weiter auf diesem Niveau weiterentwickeln. Wir haben noch ein paar Gewerbeflächen übrig, die jetzt noch und noch mit vermarktet werden, dass es der Gemeinde weiterhin gut geht, dass wir weiterhin mit unserer Bürgerschaft hier ein gutes Zusammenarbeiten haben und natürlich auch die Unternehmen weiter mit im Boot haben. Und ich denke, sind wir auf gutem Weg und die Resonanz sorgt das eigentlich, dass es, also wenn das so weitergeht, wir also uns keine Sorgen machen müssen für die Zukunft. Ich gehe davon aus, dass also auch im nächsten Jahr wieder das Radrennen auf dem Plan steht. Was haben Sie sonst für kulturelle Highlights noch in der Stadt geplant für dieses Jahr? Wir werden im nächsten Jahr auf alle Fälle wieder ein Gewerbefest machen, was ja in gewissen Abständen immer wieder wiederholt wird. Sind wir dabei, ein Konzept zu arbeiten für das nächste Jahr. Gewerbegewest hatte ich gesagt. Ansonsten wird das Fahrradrennen, denke ich, nächstes Jahr wieder eine Rolle spielen. Wir müssen mit Diamanten jetzt mal abstimmen, wie wir das im nächsten Jahr machen. Ja, dann haben wir eigentlich regelmäßig wieder Schalmeien, wird nächstes Jahr wieder was kommen, dann wird auch Brauereifest, denke ich, im nächsten Jahr wieder stattfinden. Ja, man braucht aber mal ein bisschen eine kleine Pause, um das wieder ein bisschen aufzufrischen, die ganze Geschichte, und umso besser wird es dann beim nächsten Mal. Bleibt zu hoffen, dass auch bei der nächsten Ausgabe des Hartmannsdorfer Radrennens reges Interesse bei den Besuchern besteht. Wenn man seinen 525. Geburtstag begeht, ist das allemal ein Grund, sich hübsch zu machen und natürlich kräftig zu feiern. Vom 13. bis zum 15. Juni tat das die Gemeinde Margersdorf. Vom Ortseingang bis hin zum Ort des Geschehens, der Festwiese am Museumsbahnhof, einfach gesagt entlang der B107, die sich komplett durch Margersdorf erstreckt, gab es jede Menge Zeitzeugen dafür, dass die gesamten Einwohner mit Leib und Seele hinter ihrer Gemeinde stehen. So war es auch nicht verwunderlich, dass gleich zu Beginn der Veranstaltung am Freitagabend neben geladenen Ehrengästen auch zahlreiche Einwohner der Gemeinde den Weg auf das Festgelände gefunden hatten. Den Auftakt bildeten zum einen der Posaunenchor der Kirchgemeinde Klausnitz im Festzelt und außerhalb des Festzeltes das Salutschießen der Schützen des Schützenvereines zur Bärenhöhle.
Begrüßt wurden die Gäste natürlich durch den amtierenden Bürgermeister Herrn Günther Hermsdorf. Er nutzte zu Beginn seiner Ansprache die Gelegenheit, sich bei all denen zu bedanken, die maßgeblichen Anteil an der Organisation des Festes hatten. Ohne diese ganz besonders aktiven Menschen wäre unser Ort um vieles ärmer. Ja, dieses Festwochenende gäbe es schlicht und einfach nicht. So sind es doch im Wesentlichen immer wieder dieselben Menschen, die mit anpacken und bei denen ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchte. Günter Hermsdorf betonte in seiner Rede, dass man sich in seiner Gemeinde sowohl auf die vielen Mitglieder der Vereine und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr verlassen kann, wenn es darum geht, im Ort bei der Gestaltung von Festlichkeiten mitzuwirken. Sein Dank ging natürlich auch an die Betriebe, Handwerker und auch an Einzelpersonen der Gemeinde, die sich mit Geld oder Sachspenden an der Gestaltung des Festwochenendes beteiligten. Natürlich ließ das Gemeindeoberhaupt in seiner Ansprache auch die Geschichte von Markersdorf Revue passieren. Er freute sich ganz besonders darüber, dass Götz Grosser, jüngster Urenkel von Gustav Friedrich Grosser, einer der Mitbegründer der damaligen Strickmaschinenfabrik Bach und Grosser, aus der dann später Kromer hervorging, den Weg nach Markersdorf gefunden hatte. Seit der Wende hatte ich öfters Gelegenheit, zurück nach Markersdorf zu kommen, denn unser Opa Paul Grosser hatte uns Enkeln als Erben eingesetzt. Dabei hatte ich Gelegenheit, zuzusehen, bei allen meinen Besuchen, wie sich ihre Gemeinde mit ihrer aller Hilfe bei jedem meiner Besuche weiter verschönert hatte. Nur dreimal musste Bürgermeister Günter Hermsdorf im Anschluss mit dem Hammer auf den Hahn beim obligatorischen Fassanstich schlagen, um mit Freibier den ersten Abend des Festes einzuläuten, der dann mit einem Lampionumzug für die Jüngsten und einem Tanzabend für die Älteren endete. Der Samstag und Sonntag war für die Gäste der Feier und es waren eine ganze Menge ziemlich kurzweilig und vor allem vielfältig. Die Organisatoren hatten wirklich an alle gedacht. Ob an der Schieß- oder Losbude oder am Kettenkarussell, mitmachen war angesagt. Wer darauf keine Lust hatte, der konnte sich an jeder Menge kulturellen oder sportlichen Einlagen erfreuen. Samstagnachmittag präsentierten sich beispielsweise der Kindergarten Dietensdorfer Tausendfüßler. Dann wollen wir euch ein kleines Programm vorführen. Als erstes kommt unser Lied. Zum Kindergarten geht es immer rund. Da sind alle Kinder fröhlich und gesund. Bei Sport und Spiel, da geht der Tag in Ruhe. Aber schaut man uns die Kinder gar nicht zu. Tausend Füße! Die Vorstellung der Fahrradträler und der Taekwondo-Gruppe aus Chemnitz waren ein Garant für das Gelingen der 525-Jahr-Feier. Kann man sich mal ein Fahrrad von unten angucken?
auch richtig hart rein. Ja, ich bitte auch schon mal einen ordentlichen Pinhaken. 550 ist auch höher, wenn ihr mich wieder einlädt. Wir sind dann wieder mit dabei. Dankeschön. Musikalisch war auf alle Fälle an diesen drei Tagen für jeden Geschmack etwas dabei. Ob nun Disco-Musik aus der Konserve, Blasmusik aus Wiederau, Schalmeien-Musik aus Großbösner, die Gäste hatten ihre Freude. Geöffnet, die Modellbahnhalle auf dem Museumsbahnhof und auch der Chemnitztal-Express beförderte eine ganze Menge Besucher durch das idyllische Schweizertal. Natürlich stimmte an diesen Tagen auch das Rahmenprogramm in der gesamten Gemeinde Markersdorf. So präsentierten sich Meersteiners Straußenhof mit seinem zweiten Hoffest. In der Turnhalle und im Carola-Park ging es um die Geschichte des Ortes allgemein und die der vielen ortsansässigen Vereine. Höhepunkt jedoch war die festliche Enthüllung des Gedenksteines, der ab sofort an die Verdienste der Familie Grosser erinnern soll. Der Stein mit dem Bildnis von Gustav Friedrich Grosser ziert nunmehr seit dem 14. Juni 2014 die Gemeinde. Zu finden ist der Stein übrigens direkt vor dem ehemaligen Kroma-Gelände an der B107. Ebenfalls der Öffentlichkeit übergeben wurde am Sonntagnachmittag eine Erinnerungstafel der Familie Grosser in der Nähe der Naturschutzhütte am Lehrpfad. Nicht zu vergessen, auch für das leibliche Wohl der Gäste war an allen drei Tagen hervorragend gesorgt. Das Fazit: Markersdorf kann ohne Furcht die nächsten 500 Jahre und mehr in Angriff nehmen. Liebe Zuschauer, bis spätestens 31. Dezember 2015 müssen in Sachsen Einleitungen von Grundstücken mit dauerhaft dezentraler Abwasserbeseitigung dem Stand der Technik entsprechen. Das heißt, Einleiten von Schmutzwasser in den Untergrund oder ins Gewässer sind ab dann nur noch nach Behandlung mit einer vollbiologisch wirkenden Kleinkläranlage zulässig. Was Sie darüber wissen sollten und wo Sie sich informieren können, erfahren Sie jetzt in einem Rundtischgespräch. Ja, meine Damen, meine Herren, ich darf Sie alle recht herzlich hier begrüßen zu unserer Zwischenbilanz der Umrüstung der vollbiologischen Kläranlagen. Wir wollen gerne mal eine Rundtischdiskussion hier machen. Ich denke, das ist für alle interessant, die heute anwesend sind. Ich freue mich, dass natürlich auch ein paar Zuschauer da sind. Ich darf aber auch ganz besonders begrüßen hier unter uns die zwei Bürgermeister, einmal aus Limbach, den Herrn Nöfeld, und den Bürgermeister und Verbandsvorsitzenden des ZVA Mittleres Erzgebirge, Thomas Eulenberger. Des Weiteren sind hier unter uns die Frau Gerillis und der Herr Buchholz vom Landratsamt in Zwickau, von der Unterwasserbehörde. Zum anderen darf ich natürlich begrüßen auch die zwei Mitarbeiter des AZV Chemnitzer Zwickauer Mulde, Stadt- und Verbandsräte, den Herrn Kaiser und die Frau Röms. Des Weiteren darf ich natürlich auch begrüßen unseren Geschäftsführer vom Zweckverband, Dr. Heinrich. Und natürlich herzlich willkommen auch allen Zuhörern, die heute hier gerne mit uns mal diskutieren wollen, wie das bis Ende 2015 auszusehen hat mit unserem vollbiologischen Kläranlagen. Ich freue mich aber auch ganz besonders, dass wir das haben überhaupt zustande gebracht, dass wir heute hier mal zusammen diskutieren können. Leider, und da komme ich jetzt zu den Absagen, leider, wir hatten natürlich auch den Minister Kupfer eingeladen, aber aus den wesentlichen Gründen, dann hat es sich da was verschoben, auch mit der Einladung,
kann er heute nicht hier sein, den soll ich aber unter der Versammlung hier, unter Diskussion soll ich aber viele Grüße übermitteln. Er hätte es gerne möglich gemacht, aber es ging leider nicht. Er konnte auch noch nicht mal einen Vertreter schicken. Also man hat in Dresden wahrscheinlich hinter Landtagswahl noch sehr viel zu tun. Natürlich auch unser Landtagsabgeordneter Jan Hippold hat heute hier eine Absage uns erteilt. Es ist schade, normalerweise gehört hier ein Landtagsabgeordneter mit her, um dann mit zu diskutieren, auch hin mit nach Dresden da ein paar Informationen mitzunehmen. Aber aus terminlichen Gründen war es ihm auch nicht möglich. So, das mal zu meiner Vorstellung. Alle werden ja letztendlich wissen, dass ich hier der Bürgermeister von Niederfrohnau bin und der Verbandsvorsitzende von unserem Abwasserzweckverband. Vergessen habe ich noch den Frank Löwe als Mitglied von unserer Verbandsversammlung. So, und ich übergebe jetzt ganz einfach mal an Dr. Heinrich das Mikrofon und das Wort. Und ich denke, Steffen, bitteschön. Dankeschön, Herr Bürgermeister Kertscher. Herzlich willkommen auch allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich offenbar für das Thema interessieren und wohl erwarten, die eine oder andere Frage hier noch beantwortet zu bekommen. Schade ist so ein bisschen, dass kein Vertreter der Staatsregierung da ist, also weder im Umweltministerium jemand entbehrlich war. Da kann man sagen, gut, sind wir hier der Rahmen zu klein, aber auch von der Landesdirektion Sachsen, praktisch von der nächstniedrigen Einheit, hat niemand Zeit gefunden, ist ein bisschen schade. Ziel der Veranstaltung ist es, wie ich schon sagte, der Öffentlichkeit Informationen zu geben, Darlegungen zum erreichten Iststand zu machen, und zwar rund anderthalb Jahre vor Erreichen der gesetzlichen spätesten Frist des Vollzuges der Ertüchtigung von dezentralen Abwasseranlagen. Mögliche und vielleicht bestehende Probleme gemeinsam zu erörtern, die also bestehen bei der Umsetzung der Kleinkläranlagenverordnung, die der Freistaat Sachsen im Jahre 2007 beschlossen hat. Freue mich, mit den Kollegen vielleicht einen kleinen Blick über den Tellerrand zu kriegen, wie es bei den Nachbarn aussieht. Vielleicht kriegt man noch ein paar Impulse, ein paar Anregungen, und letztlich soll die Veranstaltung auch dem Erfahrungsaustausch dienen und sicherlich auch die Frage beantworten, was passiert, wenn, also Konsequenzen des Verwaltungshandelns aufzuzeigen, die sich ergeben aus dem Vollzug der Gesetze. Zur Einführung ein kurzer Beitrag, dass wir ins Thema reinfinden. Ich werde also zunächst zu dem Wozu einiger Einführung geben, ich werde dann die angekündigte Zwischenbilanz bei uns und im Freistaat geben mit dem jeweiligen bekannten Datenstand und dann einen Ausblick wagen zum Thema, was bleibt für alle Beteiligten zu tun. Zunächst noch mal kurz zur Frage, warum das alles? Im Vordergrund stehen zwei gesetzliche Vorgaben, die der Europäischen Union, die da sagt, alle EU-Mitglieder haben bis, ich glaube, 2025, wenn es nicht gerade 2027 ist, in den Mitgliedstaaten gute Verhältnisse in ihren Gewässern zu schaffen. Mehr gibt die nicht vor. Was gute Verhältnisse sind, wie die zu definieren sind, bestimmen die Mitgliedstaaten selbst. Hier in der Bundesrepublik Deutschland ist es so, dass das Wasserhaushaltsgesetz den übrigen Rahmen gibt und die Abwasserverordnung, die da bestimmt, dass Kleinkläranlagen eine vollbiologische Wirkung haben müssen. Das heißt, die Höchstkonzentration im Ablauf darf 150 Milligramm pro Liter an chemischem Sauerstoffbedarf als Summenparameter für eine Schmutzstoffkonzentration nicht übersteigen. Im Übrigen, der biologische Sauerstoffbedarf darf nicht oberhalb von 40 Milligramm pro Liter liegen. Das ist das hier in unserer Bundesrepublik gültige Rahmengesetz. Den Ländern obliegt es, Präzisierungen vorzunehmen, und der Freistaat Sachsen hat das so geregelt, dass er diese bundesweit verbindliche Vorgabe aus dem Wasserhaushaltsgesetz von 1986 so bestimmt hat, dass man sagt, spätestens mit Ablauf des Jahres 2015 muss im Freistaat Sachsen diese Bedingung erfüllt sein.
Da beißt die Maus also keinen Faden ab. Die Kleinkläranlagenverordnung, die dieses bestimmt, ist im Jahre 2007 erlassen worden. Und jetzt sind die Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung, also in der Regel die Abwasserzweckverbände, die unteren Wasserbehörden, die 10, die es im Freistaat Sachsen gibt, damit befasst, dieses Gesetz umzusetzen. Zweite Frage, was bringt das eigentlich im Vergleich zu unserer Mehrkammergrube? Da habe ich Ihnen hier mal eine Grafik an die Wand geworfen. Und zwar sind das von allen im Jahr 2013 beim Zweckverband Frohnbach von den im Verbandsgebiet bestehenden vollbiologisch wirksamen Kleinkläranlagen eingegangenen Wartungsprotokolle mit einer Analyse des Ablaufes. Und da sehen Sie diese schwanenhalsförmige Kurve. Das ist die Häufigkeit. Wie oft treten Konzentrationen auf? Und hier haben wir den Konzentrationswert. Dieser rote Strich markiert den Grenzwert, der einzuhalten ist. Und hier oben haben wir die Häufigkeit. Und wir sehen, dass 82% aller vollbiologischen Anlagen diesen Wert von 150 Milligramm pro Liter an CSB nicht überschreiten. Also insofern mit der Wirksamkeit einer Mehrkammergrube nicht zu vergleichen. In der nächsten Grafik sehen wir das mal als relative Häufigkeit. Das heißt, das ist die Verteilung der Werte. Und wir sehen hier den großen Puckel, der so um die 70 bis 80 Milligramm pro Liter liegt. Wir haben auch einige Anlagen, die bei Null sind, die können wir so ausschließen. Das ist so im Prozentbereich so um 4 bis 6%. Dasselbe betrifft hinten Ausreißer, die mehr als 300 Milligramm pro Liter im Ablauf noch zeigen. Genau, hier wäre also der Grenzwert, das heißt das Gros aller Werte. Das sind also wieder diese rund 82%, erfüllt die Reinigungsanforderungen. Die Dinger funktionieren also in der Regel. Von der Statistik her ist es so, dass man weiß, dass etwa 5 bis vielleicht 15% aller vollbiologischen Anlagen, wenn sie ordnungsgemäß errichtet sind, wenn sie ordnungsgemäß gewartet werden, wenn man alles tut, was erforderlich ist, diesen Grenzwert nicht einhalten. Man weiß nicht warum, das sind Ausreißer, das ist wahrscheinlich wie immer bei der Technik, auch nicht jedes Auto erreicht vielleicht die angegebene Höchstgeschwindigkeit und nicht jeder Partikelfilter ist genauso wirksam. Also das ist so die Streubreite, wo man sagt, hat was mit dem Nutzerverhalten zu tun, vielleicht sind Medikamente im Spiel, Reinigungsmittel, die verwendet werden, also Besonderheiten, die man nicht erklären kann. So, und da liegen wir mit den rund 18% recht gut, wobei man sagen muss, dass hier natürlich auch Anlagen dabei sind, die im Jahre 2013 in Betrieb genommen wurden. Das heißt, man befindet sich hier durchaus noch im Anlaufbereich. Wir erwarten, dass wir so, wenn das alles so eingeschliffen ist und der Betrieb routiniert läuft, dass wir dann vielleicht auf 85 bis maximal 90% an Anlagen kommen, die das an Sie gestellte Reinigungsziel in der Praxis auch erfüllen. Jetzt bin ich dran mit der Zwischenbilanz. Und zwar ist das der aktuelle Datenbestand vom 5. Juni dieses Jahres. Gezählt sind die vollbiologischen Anlagen, die es gibt. Wir haben also derzeit 650 vollbiologische Kleinkläranlagen als Direkteinleiter. Das heißt, sie leiten in öffentliche Gewässer ab oder der Ablauf wird versickert. Wir haben 278 solche Anlagen, die in die öffentliche Kanalisation des Verbandes entwässern und 8 vollbiologische Kleinkläranlagen sind an Kanäle der Stadt angeschlossen. Das Soll ist ein bisschen schwer zu definieren. Ja, wir haben gesagt, vielleicht 1729 Anlagen. Wir sind davon ausgegangen, bei der Prognose, dass man vom ungünstigsten Fall ausgeht, das heißt, jedes Grundstück hat eine eigene Kläranlage. Das ist in der Praxis natürlich nicht so. Es gibt auch jetzt schon Gemeinschaftsanlagen. Manche Nachbarn trennen sich und sagen, du, ich mach's lieber alleine. Und manche finden sich und sagen, du, zu dritt, zu viert, wir werden eine gemeinsame Lösung finden. Wie gesagt, deshalb ist die Obergrenze, wo muss das Soll liegen, die Schätzung, also der ungünstigste Fall. Das sieht so aus, dass bei den Direkteinleitern der Erfüllungsgrad gemessen an den hypothetisch noch zu schaffenden Anlagen bei 53% liegt, bei denen, die in die öffentliche Kanalisation einleiten, bei 57% und bei der Stadt liegen wir etwa bei 50%. In der Summe, nach aktuellem Stand, sind wir so bei 52% Erfüllungsstand, gemessen an den Anlagen, wie gesagt. Bezieht man sich auf die Einwohner, das sind also die gemeldeten
Einwohner, die von der Meldestelle der Stadt Limbach-Oberfrohna zu erfahren waren. Das heißt, der beiden Verbandsmitglieder der Gemeinde Niederfrohna und der Stadt Limbach-Oberfrohna. So handelt es sich um 3.935 Einwohner, die jetzt bereits vollbiologisch wirksame Kleinkläranlagen nutzen. Und wir kennen natürlich alle Grundstücke, wo noch Handlungsbedarf ist und wissen auch, wie viele Einwohner dort jetzt gemeldet sind. Und mit diesem aktuellen Einwohnerstand ergibt sich ein Erfüllungsgrad von 63%. Als verfügbare Zahl habe ich eine Mitteilung mit Stand vom Februar 2014. Demnach beträgt der Erfüllungsgrad im Durchschnitt im Freistaat Sachsen 28%. Wenn man also die Frage beantworten will, Statistik hin oder her, was ist denn 63%? Ist das viel? Ist das wenig? Ist das gut? Ist das schlecht? In der Relation gesehen zum Freistaat Sachsen ist es gut. Wenn man es vielleicht mit anderen Aufgabenträgern vergleicht, andernorts ist man vielleicht schon deutlich weiter. Das kann ich aber schwerlich einschätzen. Können vielleicht die Anwesenden aus den anderen Verbänden noch ein bisschen was sagen dazu. Kurzer Ausblick von der Entwicklung her. Wir haben also hier eine Grafik von 2006 fortlaufend bis zum Endtermin 2015 und haben erfasst, wie viele Kleinkläranlagen sind geschaffen worden, und das haben wir kumuliert. Hier unten ist natürlich ein Sockel an bestehenden vollbiologischen Anlagen da. Im Jahre 2007, hatte ich gesagt, ist die Kleinkläranlagenverordnung erlassen worden, und im 2007 ist ebenfalls eine Förderrichtlinie für die Förderung der Ertüchtigung bestehender Kleinkläranlagen in Kraft gesetzt worden, rückwirkend mit Wirkung auch für die im Jahre 2006 errichteten Kläranlagen. Wir haben also mit dem ganzen Thema Förderung von Kleinkläranlagen, für die die Abwasserbeseitigungsträger, also die Abwasserverbände zuständig sind in der Abwicklung, haben wir diese Statistik erlassen, und man sieht tendenziell einen leicht steigenden Verlauf. Und wenn ich das aber wieder an den Anlagen festmache, Sie erinnern sich bitte an den geschätzten Soll, so wird deutlich, dass eine deutliche Steigerung in den Jahren 2014 und 2015 erforderlich ist, um das Ziel des flächendeckenden Umsetzens des Standes der Technik zu erreichen. Was ist bisher getan? Der Zweckverband Frohnbach hat im Jahre 2002 seine Abwasserbeseitigungskonzeption beschlossen. Das heißt, ein Zahlenwerk, mit dem festgeschrieben wurde, wo im Verbandsgebiet noch öffentliche Erschließungen, Anbindungen an das öffentliche Kanalnetz mit Ablauf zu einem öffentlichen Klärwerk möglich und vertretbar sind und wo das nicht der Fall ist. Diese Konzeption ist im Bürgerarbeitskreis lange beraten worden, ist von allen Ortschaftsräten beschlossen worden, ist dann im Gemeinderat von Niederfrohna und von der Stadt Limbach-Oberfrohna beschlossen worden, also von beiden Verbandsmitgliedern, und schließlich vom Zweckverband selbst im November 2002. Das Konzept ist in einer Kurzform in der Broschüre abgefasst worden, und dieses Konzept haben alle Grundstückseigentümer im Jahre 2003 erhalten. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt hat jeder schriftlich erfahren, dass wo vollbiologische Anlagen vonnöten sind. In dem Heft war bereits eine Hilfestellung angekündigt worden, die der Verband erstellen wollte, mit der man Fragen beantwortet bekommt zur Technik, zu dem Wissen rund um eine Kleinkläranlage, um halbwegs verlässlich eine Entscheidung fällen zu können, für welches Verfahren interessiere ich mich, was kommt kostenmäßig auf mich zu, was bedeutet das mit dem Wartungsaufwand, mit der Wartungshäufigkeit? Das ist also ein Kreis von Entscheidungen, die da zu fällen sind, die jeweils wieder Rückkopplungen zur Folge haben. Diese Handreichung ist im Jahre 2009 dann fertiggestellt gewesen. Sie ist ebenfalls allen Beteiligten zur Kenntnis gegeben worden, und es enthält ebenfalls die erforderlichen Informationen zur staatlichen Förderung, zum Ablauf, zur treibenden Bürokratie, wo muss man hin, was muss man beachten. Im Jahre 2012, im November, hat der Verband an alle Einleiter in die öffentliche Kanalisation und auch von sogenannten Bürgermeisterkanälen, das sind also die Kanäle, wo der Status der Trägerschaft noch nicht abschließend festgestellt wurde, Erinnerungsschreiben ersandt,
Und zwar sind die Grundstücke angesprochen worden, bei denen nach Kenntnis des Verbandes bis dahin noch keine Bautätigkeit erfolgt ist. Die Erinnerung ist im Mai 2014 wiederholt worden. Damit ist der Verband der Meinung, hat er alles Erforderliche getan. Vom Verwaltungsablauf ist es so, dass das Förderverfahren perfekt läuft mit der Sächsischen Aufbaubank. Die Anträge werden vom Verband für die Grundstückseigentümer gestellt. Rücksprachen mit der SAB erfolgen zumeist einvernehmlich. Und bis heute hat noch jeder Grundstückseigentümer nach gewisser Zeit die ihm zustehende Förderung zur Auszahlung erhalten. Papiermäßig ist nichts weiter zu tun. Seitens des Verbandes gibt es also keine Steine, die im Weg liegen. Ich denke, für die Wasserbehörde kann ich dasselbe tun. Die Voraussetzungen sind geschaffen und bestehen, dass jeder betroffene Grundstückseigentümer praktisch tätig wird. Was bleibt an Verwaltungshandeln? Der Verband wird ab dem Jahre 2016, vielleicht im Januar oder Februar, eine Bestandsliste fertigen. Welche einleitenden Grundstücke erfüllen den Stand der Technik nach Ablauf der Frist nicht und wird dann mit den ihm zur Verfügung stehenden Zwangsmitteln die Umsetzung des Standes der Technik erzwingen müssen. Was steht da zur Verfügung? Bekannt sind das Zwangsgeld, um etwas durchzusetzen. Bußgeld ebenfalls. Dazu muss ich sagen, das Sächsische Wassergesetz ist geändert worden. Und im Sächsischen Wassergesetz ist festgehalten, dass eine Einleitung ab dem 1. Januar 2016 in Gewässer, betrifft auch die Versickerung, rechtswidrig ist, wenn diese nicht dem Stand der Technik entspricht. Bisher geltendes Wasserrecht, was man bis dahin noch hat, wird also wegfallen. Und entsprechend gilt es beim Zweckverband nach der Abwassersatzung des Verbandes, ist es so, dass ebenfalls ab diesem Termin Einleitungen von Schmutzwässern, die nicht den Höchstwert von 150 Milligramm pro Liter CSB und 40 Milligramm pro Liter an BSB einhalten, gesetzwidrig sind. Kostenpflichtige Ersatzvornahme kommt hier oder da in Betracht, Anlagen zu verschließen, amtlich, und sämtliche Schmutzwässer, die dann weiterhin anfallen, in Behältnissen zu sammeln und abzufahren, was entsprechend teuer wird. Was ist bei den Grundstückseigentümern zu tun? Erste Frage, die öfter steht, ist mit einer Verlängerung der Frist zu rechnen. Umweltministerium antwortet hier mit einem ganz klaren Nein, also unabhängig von Wahlen und sonstigen Dingen. Man wird am 31. Dezember 2015 festhalten. Und was sonst noch zu sagen ist, sofern nicht ein sehr seltener Fall ungewollter Härte vorliegt, ist für Verzögerung der gebotenen Maßnahmen seitens der Grundstückseigentümer eigentlich kein sachlicher Grund ersichtlich. Was zu tun ist, ist bekannt und bis wann es zu tun ist, ebenfalls. Sollte man zu spät Aufträge erteilen, ich hatte gestern einen Grundstückseigentümer am Telefon, der sagt, Mensch, hier mit dem Schreiben, das ärgert mich aber, dass ich von euch gekriegt habe. Was soll das eigentlich? Papier habe ich doch von euch. Ich habe doch eine Entwässerungsgenehmigung. Das wisst ihr doch. Es geht nicht darum, einen Zettel in der Hand zu haben, irgendwelches Papier, sondern es geht darum, dass die Anlage Ende nächsten Jahres betriebsfertig ist und die Anforderungen erfüllt. Ein weiterer, der da meinte, naja, nun mach doch mal nichts dreim verrückt, da haben wir dieses Jahr noch und nächstes Jahr noch. Dieses Jahr habe ich eigentlich keine Lust drauf und nächstes Jahr wird auch noch mal Sommer, da kann ich dieses Ding immer noch basteln. Das mag sein, dass das hier linkt, es kann aber auch durchaus sein, dass Engpässe entstehen bei Lieferanten, bei Bauunternehmen. Und wenn Sie die Entwicklungskurve sehen, was noch zu tun ist, nur vom Verlauf, dann ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage sich erhöht. Bei vielleicht nicht steigendem Angebot, was da passiert, weiß man, Preise können möglicherweise steigen. Und. Also aus unserer Sicht, es wird höchste Zeit, sich damit zu befassen und das gesetzlich Gebotene umzusetzen. Ich verweise nochmal auf das Kleinkläranlagenhandbuch, wo auch schematisch dargelegt ist von der Bürokratie, was ist zu tun vom Ablauf her. Das heißt, für jeden Grundstückseigentümer läuft das eigentlich immer denselben Weg. Beim Zweckverband Frohnbach sich melden, sich von ihm
beim Entwässerungsantrag mitteilen lassen, ob eine Anschlussmöglichkeit besteht ans öffentliche Netz oder nicht. Das wissen eigentlich alle Grundstückseigentümer, aber man wird eine schriftliche Antwort vom Verband erhalten. Wenn man nicht eine Anschlussmöglichkeit ans öffentliche Netz hat, also direkt Einleiter ist ins öffentliche Gewässer, dann ableitet, wendet man sich mit einem ausgefüllten Antragsformular und diesem Schreiben des Verbandes an die untere Wasserbehörde, erhält dort eine wasserrechtliche Erlaubnis, die fürs Förderverfahren unabdingbar ist. Also ohne einen solchen erlaubenden Zettel gibt es keine Fördermittel, wird dann von der Wasserbehörde diese Erlaubnis erhalten. Oder wenn er bei uns an einem Kanal liegt, der nicht an der öffentlichen Kläranlage endet, wird er von uns eine sogenannte Entwässerungsgenehmigung erhalten und kann jederzeit die Ertüchtigung seiner Kleinkläranlage in Angriff nehmen. Vielleicht noch ein Erfahrungswert aus der Praxis bei uns, weil wir ja nun so zwischen 52% und 63% dessen, was zu tun ist, im Verbandsgebiet erledigt haben. Die Kosten für die Kleinkläranlagen liegen bei uns im Schnitt bei 5.500 bis 6.500 Euro, so ungefähr, damit ist zu rechnen, je nach Lage. Gibt, also für die komplette Erstellung, ne? Also wenn auch ein neuer Behälter erforderlich ist. Ohne Förderung, das sind die Kosten, wie sie anstehen. Gibt Fälle, die deutlich drüber liegen, wenn also von der Kanalisation noch viel zu machen ist, wenn es ab Bord ganz woanders liegt und dort das Regenwasser noch zu trennen ist und das Grauwasser von Küche ganz woanders abfließt und man das Ganze auch noch sinnvoll zusammenführen muss, also das Schmutzwasser zusammenzuführen, das Niederschlagswasser irgendwo hin und dann über einen Hof muss, der vielleicht gepflastert ist, dann wird die Sache deutlich teurer. Aber das sind so die Randbedingungen und Spezialitäten, die bei jedem, ja, besonders sind. Ich würde ganz einfach mal gerne wissen wollen, mal in Richtung Unterwasserbehörde. Gibt es schwerwiegende Probleme, die wir hier zu bewältigen haben? Wie geht man damit um, um die gesetzliche Anforderung da Genüge zu tun? Und wie wird man dann tätig werden nach 2015? Herr Dr. Heinrich hat ja ausgeführt, die Zahlen sind schon beeindruckend, was jetzt das Verbandsgebiet betrifft. In Sachsen 28% Erfüllung, in dem Verbandsgebiet 63%. Das ist also eine Erfüllungsquote, die ist schon durchaus beachtlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist auch klar geworden, dass der Termin 2015 steht. Und wenn man so weitermacht wie bisher, von der Steigung der Kurve her, dann wird es so sein, dass man Ende 2015 eben nicht alle vollbiologischen Kläranlagen umgerüstet hat. Wir gehen davon aus, dass nach dem, was wir jetzt, die Zeichnung hört ja 2013 auf. Ne? Also wir stellen schon fest, dass die Anzahl der Anträge deutlich zunimmt. Die Zeit ist nicht mehr lange, es sind noch anderthalb Jahre. Je nachdem, was ich dort auf meinem Grundstück noch zu tun habe, kann die Zeit durchaus knapp werden. Wir gehen davon aus, und das zeigen auch einige Gespräche, dass die Kosten für die Kleinkläranlagen auch nicht billiger werden. Das wird durchaus so sein. Was nach 2015, also mit Ablauf des Jahres 2015 passiert, hat Herr Dr. Heinrich eigentlich sehr klar gemacht, was dort dann zu erwarten ist. Uns liegt auch ein entsprechendes Erlassschreiben des Staatsministeriums vor, das nennt sich ermessensleitende Hinweise zur Umsetzung Paragraphen 10 und 52 des Sächsischen Wassergesetzes vom Dezember 2013. Und das sind genau die Punkte auch aufgeführt. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass nach 2015 die Anlagen dann abflusslos zu betreiben sind. Wie sieht es denn in unseren Nachbargemeinden aus? Wie ist denn dort der Stand? Wir sind zurzeit auch so bei 50% Erfüllungsstand, was bei den großen Verbänden durchaus nicht Unzufriedenheit hervorruft. Allerdings eben viele, die ja da ganz schlau waren, wir warten noch ab, die Förderentwicklung 2015, sparen uns da die 5 Jahre lang oder die 4 Jahre lang an Wartungskosten. Das wird die Preissteigerung dann öfters in dieser Vorteil, da finde ich mal ganz stark aus. Weil wir das immer wieder gesagt haben, dass wenn eine Verknappung der Kapazitäten durch die großen Ansprüche in den letzten Jahren dann einsetzt, wird die Preise sich entwickeln werden. Aber wie gesagt, viele haben das sicherlich auch vor sich hergeschoben. Und wir gehen davon aus, dass wir bis 2015 so 66% bis 70% erreichen können. Dazu kommt bei uns, dass wir bestimmte in
Entwicklung jetzt haben, dass viele sich zusammenschließen durchaus wollen. Also die jetzt sagen, bevor jeder für sich die 5.000 Euro mal im Durchschnitt jetzt investiert, gibt es da nicht Möglichkeiten unter der Straßenziege, die momentan bei unseren Abwasserbeseitigungskonzepten nicht in einer zentralen Entwässerung zugeführt worden sind. Da haben wir jetzt nochmal in der letzten Verbandsversammlung diese Entwässerungskonzepte nochmal, ich sag mal, geöffnet und haben nochmal bestimmte Bereiche hineingenommen in eine zentrale Entwässerung. Allerdings ist das nur möglich geworden, da wir in ein privates Abrechnungssystem gewechselt sind und damit wir natürlich auch Baukostenzuschüsse jetzt mit vereinnahmen können. Und die sind natürlich auch die Anlieger an den Straßenziegen, die sich da jetzt zusammenschließen. Also es gibt sogar das irgendwie Bürgerinitiativen pro Anschluss, die jetzt sich da bemühen und da eben doch dann mit ihrer 5.000 Euro mit als Eigenleistung mit einbringen, allerdings eben dann nicht mehr die Wartung haben. Das ist eben der Vorteil, den man dann in so einer zentralen Lösung mitbringt. Gerade in der Gemeinde Amtsberg, sagen wir nördlich, südlich von Chemnitz, ist das der Fall, wo wir also da eine ganze Reihe von solchen Ortsteilen mit anbinden können. Das macht so also 1.600 bis 1.800, sagen wir, eigentlich Anlagen aus, die wir dadurch ersetzen, indem wir das als zentral mitlösen und die ihren Beitrag leisten. Aber bei uns ist die Einschätzung klar, dass wir das nicht schaffen werden, dass also diese insgesamt 18.000 Anlagen letztendlich umgestellt werden. Es gibt aus meiner Sicht drei Bereiche. Es gibt die schon immer alles eingesehen haben und damit immer eigentlich in der Geschichte die Benachteiligten sind, die sich da für das Sache stellen. Es gibt die das vor sich herschieben sollen, das ist schon immer so gewesen, wann sie mal kommen. Und es gibt aber auch die es nicht kennen. In unserem großen Bereich, jetzt mag im ländlichen Bereich durchaus überschaubar sind die Fälle, der ist das schon eine nicht ganz unerhebliche Größenordnung, die zwar über Eigentum verfügen, allerdings eben halt nicht über die Kraft, letztendlich irgendwo hier irgendwie diese Leistung zu bringen, also diese rund 5.500 mal im Schnitt gerechneten Mittel zu bringen. Das wird die spannende Frage sein, wie gehen wir mit denen um und wird das solidarisiert? Ich meine, wenn es nach manchen Leuten in der Politik geht, soll das alles dann von den Verbänden geleistet werden, das kann natürlich nicht sein. Es wird sicherlich, wenn der Druck dann noch höher wird, nochmal eine gewisse Dynamisierung geben und wir werden bei einem Rest, bei einem Bodensatz bleiben, die letztendlich sich nicht anschließen wollen oder kennen. Und dort sollte man dann irgendwie, ich will nicht sagen, hat aber zumindest eine Konsequenz sein. Am schlimmsten ist es dann, dass die dann zum Schluss noch so obsiegen, ob ihre Verhaltensweise. Das wäre dann am schlimmsten, sagen wir so, für die es bisher immer gemacht haben, für uns, die es durchsetzen. Zurzeit sind ja die Handlungsweisen von den Unterwasserbehörden unterschiedlich. Mir scheint es neidisch in andere Landkreise, dass das dort unproblematisch und kollegial abläuft. Wir haben da andere Erfahrungen leider bei uns gemacht. Aber wir arbeiten daran, dass es da eine gewisse Harmonisierung geben muss. Ich habe auch nochmal den Minister gebeten, es sollten eben auch bei diesen Fachbehörden letztendlich eine Harmonisierung der Sichtweisen erfolgen. Es wäre natürlich auch wichtig, dass es dann eben in gleichen, sagen wir, als mir als Nachbarn, dass da gleiche Handhabung gibt. Nicht, dass da mal bei einer Geburtstagsrunde sich da mal ausgetauscht wird und dann heißt, ja, Niederfröhner ist das so gemacht worden. Wenn die von mir sagen, dann ist das ganz schlimm. Und es wäre da schon nicht ganz unwichtig, so eine Harmonisierungsarbeit. Was sicherlich ja alle am Tisch wissen, ist ja das, dass wir teilweise auch Dinge aufarbeiten müssen, die eigentlich nicht mit einer Kleinkläranlage zu tun haben. So, dort geht es einfach um das Problem, dass ja bei der Kleinkläranlage auch irgendwo noch was übrig bleibt. In der Regel relativ sauberes Ablaufwasser und aber dann gelegentlich auch noch Schlamm. Und man ja auch überlegen muss, wo geht denn mein Ablaufwasser hin? Da ist es natürlich bei uns ein bisschen problematisch durchs Chemnitztal. Wir haben also relativ viel Fels, sodass also die Variante der Versickerung in manchen Fällen nicht so hundertprozentig ideal ist. Und wir haben natürlich auch teilweise noch Probleme, dass eben aus der vorangegangenen Zeit viele Verträge über den Gartenzaun geschlossen wurden, mit Handschlag, ich lasse dich mal durch, verlege mal dort deinen Kanal. Ich habe da nichts dagegen, aber mittlerweile hat sich dann der Eigentümer gewechselt und mittlerweile hat sich dann herausgestellt, dass vielleicht die Grundstücksgrenze gar nicht die ist, die wir so denken. Und mittlerweile haben wir auch keine Grundbucheintragung und mittlerweile haben wir also diese Probleme, die
eigentlich nicht mit einer Kleinkläranlage zu tun haben, aber in der Regel unter Umständen einen enormen Verdruss bedeuten und enorm viel Eigeninitiative der Grundstückseigentümer erfordern, weil wir nur bedingt dort helfen können, diese Unwegsamkeiten aus dem Weg zu räumen. So, dort geht es also um Leitungsrechte, dort geht es um Zufahrtsrechte, dort geht es um einfache Dinge, wo man denken müsste, dass die 25 Jahre nach der Wende irgendwo geregelt sind, aber leider eben nicht, sodass also dort schon enorme Aufwendungen sind. Und aus dem Grund ist es natürlich so, dass die Grundstückseigentümer, die jetzt erst beginnen, meistens auch die sind, die mit solchen Problemen zu kämpfen haben, sich dort irgendwo nie herangetraut haben und dann diesen Weg durchschreiten müssen. Es ist natürlich so, dass wir schon einen gesteigerten Wert darauf legen, dass dann, wenn es zu solchen Vollbiologien kommt, die entsprechend Leitungsrechte eingetragen sind, wenn es zu Gruppenlösungen kommt, die entsprechend mit Benutzungsrechte im Grundbuch stehen und dergleichen. Das sind alles solche Nebenschauplätze, die in der Regel Zeit kosten. Für uns kann ich sagen, die Zusammenarbeit mit der Sächsischen Aufbaubank ist sehr gut. Wir haben dort überhaupt noch keine Probleme. Wir haben mit der unteren Wasserbehörde, die ja bei uns Mittelsachsen der Landkreis ist, ebenfalls keine Probleme. Das geht also problemlos, weil es bei uns mehr oder weniger Einzelfälle sind. Es ist bei uns kein Massenverfahren. 10% schätze ich damit, die übrig bleiben werden. Das werden die sein, die natürlich irgendwo finanziell an eine Grenze anlangen, die aber unter Umständen nur rechtlich an einer Grenze anlangen und die sich dann unter Umständen, unsere Gerichte sind ja nicht die schnellsten, vor Gericht nochmal das mühselig erschreiten müssen, durch Leitungsrecht oder sonst was. Das wird also so sein und wird dort eine ganze Anzahl geben, die an diesen Dingen durchscheitern und man muss überlegen, welche Motivation hat denn dann der Bürger, wenn der Gerichtsverfahren mit Rechtsanwälten, die teilweise in dem Medien natürlich auch nicht so vorhanden sind, welche Motivation hat er denn, das durchzustehen? Und dann wird es sicherlich am 01.01.2016 an der unteren Wasserbehörde liegen, wie die in der Lage sind, das Gesetz durchzusetzen. Wir stehen mit unseren Entsorgungsfahrzeugen bereit und entsorgen dann bereitwillig jede nicht vollbiologische Kleinkläranlage. Also das wird so werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herrscharen von Mitarbeitern der unteren Wasserbehörde, die ja in der Regel auch sehr, sehr unter der Personalnot leiden, dann können wir dort einen Schwerpunkt setzen müssen, was auch meiner Ansicht nach richtig ist. Die Stadt ist ja als Grundstückseigentümer auch betroffen, und zwar erheblich betroffen von der Frage der Umstellung auf Vollbiologie. Ich meine, es sind über 30, 35 Anlagen, die wir umzurüsten haben. Ganz verstreut im Stadtgebiet, ob Kindergärten, ob Schulen, ob Gruppen der Anlagen. Ja, und da ist es natürlich in der Tat so, da haben wir uns nicht anders verhalten als viele Bürger. Wir haben natürlich auch erstmal abgewartet, haben mal geschaut, wie geht's. Und jetzt haben wir ein straffes Programm vor uns, was noch die letzten Monate oder anderthalb Jahre bis Ultimo betreffen. Und wir gehen natürlich von aus, wie das für eine Behörde sicherlich angezeigt ist, dass wir alle unsere Anlagen auch schaffen. Wobei ich auch sagen möchte, wir haben in dem Zusammenhang natürlich überlegt, ob die Umrüstung auf Vollbiologie an jedem Standort wirklich das Richtige, vor allem wirtschaftlich das Vernünftigste ist. Und wir kommen da auch zu ein paar Standorten, wo wir also entscheiden werden oder es schon getan haben, nicht umzurüsten, sondern lieber die alte abflusslose Grube wieder zu nehmen. Das betrifft also Objekte, von denen wir wissen, dass sie entweder keinen langen Bestand mehr haben, Sportplatz Wolkenburg zum Beispiel, oder wo
der Wasserdurchsatz so gering ist, das betrifft einzelne Feuerwehrobjekte, dass man also eine Umrüstung auf Vollbiologie überhaupt nicht wirtschaftlich begründen kann. Es ist aber auch zu sagen, dass wir natürlich Objekte, wenn es sich um Schulen oder Kindergärten handelt, natürlich mit 5.000 Euro nicht dabei sind, denn dort sind dann Einwohnerwerte durchzulassen, die dann schon mal auch zum sechsstelligen Investitionsbetrag führen. Und so ist es also, dass wir in den letzten 2 Jahren, dieses Jahr kommt dazu und das kommende Jahr, erhebliche Investitionen in dem Abwasserbereich tätigen. Viele, die früher gesagt haben, nein, wir sind also unbedingt unsere eigene Anlage und die kommen jetzt doch und sagen, Mensch, das wäre doch schön, wenn hier eine zentrale Lösung wäre. Wir haben ja im Verband ein ganz klares Konzept und ich möchte eigentlich, wenn wir hier über private Anlagen einfach auch nochmal sagen, es betrifft in erster Linie unseren Verband, was wir in dem Abwasserwesen insgesamt in den letzten Jahrzehnten investiert haben. Das ist natürlich der weitaus größere Teil, ich denke mal hier an die Anlage, an die vielen Kanäle. Was besonders bemerkenswert ist in einer Stadt, die so, sag mal, territorial zerklüftet ist, sag ich mal, auch durch die Eingemeindung in dem Jahr 2000, ist, dass sehr spannend ist, dass in unseren Ortsteilen die Verhältnisse sehr verschieden sind. Wir haben einen Ortsteil Kendler, der hat durch die Nähe zu Röhrsdorf praktisch den Ort völlig in einer zentralen Lösung zugeführt. Und es gibt aber auch die typischen Dörfer, sage ich mal, wie Breunsdorf, wie der untere Teil von Rußdorf, Wolkenburg-Kaufung, wo also praktisch keine zentralen Anlagen da sind. Und wir auch diese Situation als dauerhaft so formuliert haben. Und dort ist es, genauso wie hier gesagt wurde, von den Verhaltensweisen auch von einer Problemlage so, dass es schon schwierig wird, sicherlich die letzte Anlage umzurüsten, zumal es dort eine Situation gibt. Wir finden natürlich jetzt auch Verhältnisse vor, die im Zusammenhang mit der Kläranlagenumrüstung geordnet werden müssen, von denen wir früher gar nicht wussten, dass es die Probleme gibt. Also der geneigte Hausbesitzer hat also immer irgendeine Röhre eingeleitet, da hat auch niemand gefragt, ob das rechtens oder unrechtens ist. Und jetzt kommt die Gewissensfrage, ja, wem ist denn dieses Röhre? Und wir tun es natürlich besonders schwer, wenn jemand auf die Idee kommt und sagt, na, das ist ein Rohr, das gehört der Stadt. Also verständlicherweise ist es nicht böse gemeint, sondern weil das natürlich mit Verpflichtungen und finanziellen Aufwand zu tun hat. Es gibt in den Dörfern Lösungen, da hat man früher großzügig zugestimmt, in die Straßenentwässerung einzuleiten. Wir verhalten uns dort so, dass wir im Interesse unserer Bürger, wo dies so war, wenn die Gemeinde früher eine Genehmigung zur Einleitung in die Straßenentwässerung erteilt hatte und wir jetzt eine viel bessere Reinigungswirkung haben, dann gestatten wir das auch weiterhin. Und ja, die ganzen Fälle, die wir noch so haben, die werden wir mal versuchen, noch in der Zeit zu lösen. Ich bin sehr gespannt, wie am Ende des Jahres 2015 die Situation ist. Und ich bin schon der Meinung, dass diejenigen, denen es wirklich unterstützt, dann Kollegen Eulenberg, es gibt wirklich Familien, denen es außerordentlich schwerfällt, die Dinge zu vollziehen, da muss man sicherlich Lösungen finden und auch da würde ich persönlich nicht empfehlen, Härte walten zu lassen. Vielen Dank. Man hat mal gehört, wie wird das gehandelt in anderen Landkreisen, wie wird da vorgegangen. Ich meine, dass wir heute hier keine Lösung präsentieren können. Ich denke, das war von vornherein jedem klar. Aber man weiß jetzt erst einmal, wie dick das woanders und ich denke, das kann man jeder mitnehmen. Denn ein paar harte Fälle, das haben wir ja jetzt generell gehört, wird es auf jeden Fall Anfang 2016 geben. Vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit, dass wir uns alle dem nochmal treffen in so einer Runde. Vielleicht Mitte des Jahres noch einmal 2015, bevor das alles ausläuft und man diskutiert ganz einfach noch einmal über diese Problematik. Wie geht man dann? Dann hat man vielleicht schon andere Zahlen. Wie geht man dann mit solchen Härtefällen um? Liebe Zuschauer, das war's. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung. Schalten Sie auch nächste Woche wieder rein ins Kabeljournal. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine schöne, sonnige Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.